Nun ist es also doch passiert. Knapp 2 Monate nach seiner Trade-Forderung hat James Harden seinen Willen bekommen, die Rockets traden ihn zu den Brooklyn Nets. Damit bildet er eine neue Big Three in der NBA und möglicherweise ein echtes Superteam im Osten. Kommen wir direkt zur Sache. Kann das überhaupt funktionieren, dass 3 so balldominante Spieler zusammenspielen, und was bedeutet der Trade nicht nur für die Nets, sondern die gesamte Liga? Wir reden hier von einem absoluten Blockbuster-Deal mit einer enormen Anzahl an Assets. Brooklyn gibt ihre ungeschützten Erstrunden-Picks in den Jahren 2022, 24 und 26 ab und Pick-Swaps in den Jahren 21, 23, 25 und 27 auch alle für die erste Runde. Die Anzahl der Draft-Picks ist der Wahnsinn, und das war's ja auch noch nicht. Man gibt LeVert ab, der weiter nach Indiana zieht, Big Man Jared Allen und Torian Prince gehen nach Cleveland als Teil eines 4-Team-Deals. 6 Niederlagen aus 9 Spielen, darunter 2 deutliche gegen die Lakers, waren dann endgültig zu viel. An der Stelle erstmal meine Meinung, und die ist folgende: Wenn man als Team die Chance hat, für einen Spieler wie James Harden zu traden, dann macht man das. Spieler seines Kalibers, Franchise-Spieler, sind nicht oft auf dem Trademarkt. Ich rede hier wirklich über diese Top-Tier-Spieler, über Leute in dieser Top 5, Top 7 Range in der NBA. Die Draft-Picks sind natürlich irre, da lässt sich momentan noch unmöglich sagen, ob man da späte Erstrunden-Picks für abgegeben hat oder das vielleicht sogar richtig nach hinten losgehen kann. Aber aus spielerischer Sicht, und darauf möchte ich heute gucken, ist das unfassbar gut für die Nets, die rein personell einen James Harden für Caris LeVert, Jared Allen und Torian Prince bekommen haben, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Brooklyn dürfte damit in jedem Spiel und vor allem in jeder Playoff-Serie hier im Osten 2 der 3 besten Spieler haben, in vielen sogar die beiden besten. Das habe ich damals bei den Lakers schon gesagt, das bringt dich in einem 5 gegen 5 Sport wie Basketball schon mal extrem weit. Gegen LA wäre das wahrscheinlich ligaweit auch die einzige Serie, in der man nicht 2 der 3 besten Spieler hätte, dafür aber 3 der besten 5. Diese offensive Feuerkraft, 2 der besten Scorer der NBA und aller Zeiten in den eigenen Reihen zu haben, ist unendlich viel wert. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer es wird, die Nets zu verteidigen, wenn man 48 Minuten lang gegen eine Kombination aus KD, Kyrie und Harden spielt? Jeder der 3 kann in jeder beliebigen Nacht 50 Punkte machen. Ich gehe fest davon aus, dass die Nets sofort eine Top-Offense in der NBA haben werden. Und darum geht es mir. Spieler wie Harden, bei all der teilweise auch berechtigten Kritik an seiner Spielweise, sind super selten und sie sind es wert. Nun zum großen Thema, und zwar, dass wir hier ein unglaublich balldominantes Trio haben, mit 3 Spielern, die am besten sind, wenn sie den Ball in ihren eigenen Händen haben. Das stimmt, und das ist auch ein durchaus berechtigter Grund zur Sorge. Ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis man sich offensiv wirklich eingespielt hat, bis es wirklich klickt. Aber Zeit ist nur einer der Faktoren, es gibt noch 2 andere, und zwar das offensive Spielsystem, aber auch die Bereitschaft der 3, sich den Ball zu teilen. Ich denke, viele von euch sehen es schon vor sich, die Harden Isolations oben am Perimeter und alle anderen schauen zu. Oder die KD Post-Ups am Block und alle anderen schauen zu. Oder Irvings Hero Ball in der Crunch-Time und alle anderen schauen zu. Und ich bin ehrlich, ich glaube, wir werden eine Menge davon sehen, und das ist auch erstmal keine schlechte Sache. Harden ISOs sind unfassbar effizient, KD Post-Ups oder was auch immer Durant mit dem Ball macht genauso, gleiches gilt für Irving. Die jeweils anderen beiden müssen aber damit cool sein, und ich kann es gar nicht genug betonen, wie wichtig es wird, sich hier dem Team und großem Ziel unterzuordnen. Tun sie das, werden die Nets kaum zu schlagen sein, wenn nicht, kann das auch richtig schief gehen. Alle 3 sind dafür bekannt, auch öffentlich kein Geheimnis daraus zu machen, dass sie in wichtigen Situationen für sich alleine den Ball haben wollen. KD hat das schon bei den Warriors gesagt, dass Ballmovement in der regulären Saison schön und gut ist, er aber in den Playoffs den Ball haben will und die anderen sollen aus dem Weg gehen. Kyrie hat LeBron verlassen, weil er sein eigenes Team wollte, nun ist er die Nummer 3. Und auch Harden hat nicht die beste History mit anderen Star-Mitspielern, siehe Dwight Howard, Chris Paul oder Russell Westbrook, auf John Wall hatte er von vornherein keinen Bock. Steve Nash wird die Minuten auf jeden Fall staggern müssen, immer mindestens 1 der 3 auf dem Parkett haben. Aber das wird nicht reichen, im Endeffekt müssen die Superstars selbst, aber auch die Mitspieler on board sein. Das ist die Grundvoraussetzung für das, worüber wir jetzt reden, und Mann, oh Mann, das kann richtig gut werden. Ich glaube nämlich gar nicht mal, dass der spielerische Fit zwischen den 3 so schlecht ist. Natürlich ist er nicht perfekt, es gibt aber unzählige Möglichkeiten für Plays und Aktionen, indem man 2 von ihnen oder sogar alle 3 involvieren kann. Die Nets selber haben das bisher schon wunderbar gezeigt, wie man das Kyrie-KD-Two-Man-Game nutzen kann.
Das geht mit einfachen Ballscreen-Actions los, in denen Irving den Ball hat und KD ein Screen stellt. Eine Pille muss die Defense schlucken, aber welche? Versucht man Kyrie einzudämmen und lässt KD offen, oder konzentriert man sich auf Durant und lässt Irving Platz? Man kann einen Pick-and-Pop laufen. Oder Aktion mit Go-Screens, wo Durant direkt einen weiteren Screen gestellt bekommt. Das Ganze klappt natürlich auch andersherum mit KD als Ballhändler, der einen Guard-Screen bekommt. Hier switchen die Wizards und werden bestraft. Wenn das schon zwischen Irving und KD so gut funktioniert, warum dann nicht auch zwischen Irving und Harden? KD könnte Screens stellen. Aber genauso gut auch Harden selber, also da gibt es wirklich viele, viele verschiedene Möglichkeiten, wenn die Stars dazu bereit sind, solche Sachen auch zu machen. Oder Pindowns, Curry hat welche für Durant gestellt, Irving macht das immer und immer wieder, warum also nicht auch James Harden? Stellt euch vor, das hier ist nicht Christian Wood, sondern halt Kevin freaking Durant. Wird Harden dazu bereit sein, selber Screen zu stellen und Off-Ball-Arbeit zu verrichten, seine Gravity auch abseits des Balles für das Team zu nutzen? Wir wissen, dass Irving das problemlos macht, hier zeigt der Harris an, wo dieser hingehen soll und nutzt seine Gravity, zieht zwei Wizards Defender auf sich. Harden hat mindestens die gleiche Anziehungskraft. Oder selber um Screens gehen, um dann den Ball zu bekommen, also da stehen im Coaching-Staff der Nets alle Möglichkeiten offen, wenn Harden sein Okay gibt. Zumal er ja auch ein guter Catch-and-Shoot-Werfer ist, das sollte also kein Problem sein. Er wird weiterhin viele Isolations bekommen, aber halt deutlich weniger als in Houston. Er wird nicht mehr die Offense sein, sondern ein Teil davon. Wie schafft man es also, ihn zu integrieren, wenn er nicht den Ball hat? An der Mittellinie rumstehen wie bei den Rockets wird in Brooklyn nicht möglich sein, zumindest hoffentlich. Der gesunde Mix zwischen On- und Off-Ball ist wichtig und schwer umzusetzen, es ist ein schmaler Grat, aber schafft man es, wird Harden zu vielen einfachen Punkten kommen. Läuft man oben ein KD-Kyrie-Pick-and-Roll, wie viel Aufmerksamkeit kann man da noch James Harden geben, wenn er vielleicht cuttet, seinen Standort wechselt oder den Defender unter dem Korb zielt für eine gute Position? Und das ist der Punkt, alle drei und auch die Mitspieler werden mehr Freiräume bekommen, mehr offene Würfe, mehr Platz und daraus müssen sie dann das meiste machen, den Ball laufen lassen und diese Würfe verwandeln und das können sie. Hier, KD hat den Ball im Post und er hier muss zumindest ein Auge auf ihn haben, wodurch Kyrie super leicht frei wird und werfen kann. Hier geht Irving über den Screen, Youngift hin, das löst eine Kettenreaktion aus. Genau so stelle ich mir das auch beim Harden Pick'n'Roll oder seinen ISOs vor, kommt die Hilfe, wird er sogar getrappt oder gedoppelt, KD und Irving werden dadurch mehr Platz haben. Kann man ihn dann noch konsequent doppeln, sobald er die Mittellinie überquert, wie in der letzten Saison häufig? Ich glaube es nicht. Und dann gibt es ja auch noch so etwas wie Tough Shotmaking, was sie alle drei auf elitärem Level können. Also selbst wenn die Defense alles richtig macht, eine Action gut verteidigt, vielleicht noch eine, die Nets können oft trotzdem noch irgendwie punkten. Die Warriors waren und die Lakers sind momentan so gut, weil man eine Angriffswelle nach der anderen auf den Gegner loslassen kann. Heißt bei den Nets, es startet vielleicht mit einem Screen für KD, wenn das gut verteidigt wird, spielt er zu Kyrie für ein Pick and Roll, bringt das auch nichts, hat man immer noch 6 Sekunden für eine Harden ISO. Der Best Case, und ich kann das ja gar nicht genug betonen, der Best Case sieht also ziemlich gut aus, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die ganze Situation um Irving, auf die ich jetzt hier aber nicht weiter eingehen möchte, schwebt aber noch über dieser ganzen Sache. Das plus, dass der spielerische Fit nicht perfekt ist, denn das ist er nicht, es gibt sicherlich Kombinationen von drei Spielern, die besser harmonieren, sind so ein bisschen die Bauchschmerzen. Ich habe das damals schon zu Dreh im Podcast gesagt, hätten die Nets bereits KD und Harden gehabt, ich würde nicht für Irving traden. Aber sie hatten Irving schon und Harden ist zu gut, als dass man freiwillig auf so jemanden verzichtet. Ich sage Nets gegen Lakers in den Finals, Vorteil für LA, was sagt ihr? Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.